Einem schweren Verdacht geht die Kriminalpolizei derzeit in der Barlach Stadt Güstrow nach, nachdem es in den späten Abendstunden am Dienstag zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus gekommen war, haben die Beamten nun Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung mit Todesfolge eingeleitet. Nach den Löscharbeiten wurde eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche entdeckt. Wie es von der Polizei hieß, sei der Notruf gegen 22 Uhr eingegangen. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es im Anbau des Einfamilienhauses in der Robert-Bell-Straße zu einem Brandausbruch. Das Feuer breitete sich von dort auf den Dachstuhl des zweistöckigen Gebäudes aus. Die Güstrower Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte zügig mit dem Löschen beginnen. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Um Gefahren für weitere Anwohner durch ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, wurden zwei angrenzende Wohnhäuser zeitweilig evakuiert. Zudem gab es Durchsagen, Türen und Fenster zu schließen. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, wurde in einem der Räume eine Leiche aufgefunden. Die Klärung der Identität der verstorbenen und bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Person sowie zur Ursache des Feuers sind Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Am Mittwochmorgen teilte die Polizei dann mit, dass man in Richtung einer vorsätzlichen Brandstiftung mit Todesfolge ermittele. An der Einsatzstelle war zu erfahren, dass in dem betroffenen Haus nur eine ältere Frau, etwa um die 70 Jahre alt, lebte. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei der Toten auch um die Bewohnerin handelt. Abschließend geklärt werden die Umstände im Laufe des Mittwochs. Das Haus wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.